Dieses Video wird präsentiert von Toptables. Ja, Hallöchen, es ist mal wieder soweit. Neue Woche, neue Ausgabe Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Und wir sind bei der Halbzeit angekommen. Ausgabe 40. Und wir bekommen in dieser Ausgabe den ersten Teil des Geist Durtus, oder Spirit of Durtu, wie es im Englischen heißt. Sehr, sehr schickes Modell. Und hier unten sieht man es zusammengebaut und bemalt. Hier noch ein schickes Artwork von dem Durtu. Was für mich aber klar ist, da ich mit den Modellen, die in Stormbringer enthalten sind, von den Sylvaneth, mir dann auch die entsprechende Spearhead-Armee zusammenstellen will, werde ich den Durtu nicht als Durtu oder Spirit of Durtu zusammenbauen, sondern als Treelord. Denn wenn ich das richtig sehe, sind in dem Bausatz alle Teile enthalten, um auch die anderen Variationen zu bauen. Also aus dem Modell, wenn man es bei Games Workshop kauft, dort kostet es dann übrigens 62,50 Euro, womit wir auch direkt zum Preisurteil dieser Ausgabe kommen. Ist der erste Teil von zweien. Das bedeutet, pro Ausgabe sparen wir so um die 19 Euro. Finde ich schon eine ziemlich gute Geschichte. Und wie gesagt, aus diesem Modell oder aus diesem Bausatz lässt sich der Spirit of Durtu bauen, ein Treelord und ein Treelord Ancient. Also nicht alles drei gleichzeitig, aber you get what I mean. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich mir dann, es gibt auf Reddit ein Subreddit, wo ihr die ganzen Anleitungen findet, dass ich mir dann dort die Anleitung für den Treelord raussuche und damit dann sozusagen die Spearhead oder Speerspitze der Silverneft zusammenstellen werde. Was halt fehlt, sind die Corn of Hunter. Die werde ich mir dann halt wohl einzeln kaufen müssen, um diese Gruppe dann vollständig zu kriegen. Aber an und für sich finde ich das eine super gute Sache, weil ich finde die Silverneft als Modelle unglaublich schön, sehr spannende Armee und auch einfach durch die Bemalung so dermaßen vielseitig. Also ich habe schon wirklich von im Sakura-Blüten-Stil gesehen, von wirklich so Jahreszeiten inspiriert und so weiter und so fort. Mega, mega gut. Gucken wir uns doch direkt den Gussrahmen an, der beiliegt. Ist wie gesagt der erste von zwei Teilen. Und ich vermute mal, in der nächsten Ausgabe bekommen wir dann auch noch den restlichen Gussrahmen und die Base für das Modell. Hiermit können wir jetzt leider noch nicht viel anfangen. Ich hätte gerne schon angefangen, irgendwie was zusammenzubauen, aber das macht natürlich leider noch keinen Sinn. Aber ihr könnt hier schon so ein bisschen sehen, wie detailliert das alles ist. Hier diese ganzen Runen und Verzierungen. Mega schön. Oder auch hier dieses Muster an diesem Lendenschurz. Mega, mega gut. Also ich freue mich schon total, den dann in der darauffolgenden Woche zusammenzubauen. Scheint auch ein relativ großes Modell zu sein. Da bin ich echt mega drauf gespannt. Weitere Inhalte sind Seelenbrand, Grabesfürsten und Knochenschmaus. Und was es damit auf sich hat, werden wir uns jetzt angucken. Hier sind die Seelenbrand-Grabfürsten oder im Englischen Soulblight Gravelords. Und ich finde, das klingt auch ein bisschen cooler als ja, Seelenbrand-Grabesfürsten. Aber sei es drum, Games Workshop hat sich entschieden, als einzudeutschen, ist halt so. Auch ein sehr cooles Modell. Ich weiß nicht, ich gucke mal. Nee, da sieht man leider keine Modelle von. Das ist wirklich rein der Hintergrund der Gravelords. Aber wir bekommen hier von Knochenschmaus ein bisschen was zu sehen. Beziehungsweise von Modellen, die damit in Zusammenhang stehen. Da haben wir nämlich einmal hier von den Ossiak Bone Reapers, Vogmortian und von den Ogors, den Kagrok-Sippenfresser. Wenn ihr keine große Lust habt, tausende Miniaturen zu bemalen und möglichst wenig, dann sind die Ogors oder halt auch die, wie hießen sie jetzt, Sons of Behemoth vielleicht was für euch. Das sind wenige sehr große Modelle und dann habt ihr auch nicht so viel zu schleppen. Na gut, ich spiele Slanich, also ich hatte mir mal eine 2000 Punkte Slanich an mir geschrieben. Ich glaube, 90 Dämonetten, das ist dann schon so ein bisschen mehr zu transportieren. Hier seht ihr auf jeden Fall ein paar von den ziemlich schicken Modellen, wie ich finde. Wobei ich glaube, die Ogors hier sind auch schon ziemlich alt. Also ich meine, die sahen auch schon vor 20 Jahren so aus. Aber die Ossiak Bone Reapers sind relativ neu, kamen jetzt vor wenigen Jahren raus und haben entsprechend noch sehr schicke Modelle.
Sigmar, der Gottkönig. Ein bisschen Hintergrundgeschichte. Die Ankunft Sigmars. Das Chaos dringt ein. Und Frosch im Hals. Und hier seht ihr noch ein bisschen was zum Geist Durtus als bemalte Miniatur. Sehr, sehr schön. Auch ein bisschen creepy. Das passt natürlich jetzt sehr gut zu Halloween. Wieder ein bisschen was zum Auswürfeln. Und jetzt schon die Bastelanleitung, die uns jetzt gerade wahrscheinlich noch gar nicht so viel bringt. Aber ich schaue jetzt mal aus Spaß. Aber hier haben wir schon 14, 15, 64. Also ich glaube, das wird nicht so möglich sein. Nee. Nö. Also bevor ihr jetzt groß irgendwie was basteln könnt, müsst ihr auf nächste Woche warten. Hätte ja sein können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es ist auch tatsächlich ein super komplexer Aufbau, wie ich hier sehe. Aber das Ergebnis ist dafür umso schöner. Ich weiß noch nicht, ob ich mir zutraue, das so zu magnetisieren, dass ich da alle Optionen rausholen kann aus dem Modell. Ich glaube, es ist mir zu aufwendig. Stattdessen würde ich eher versuchen, vielleicht nur ein paar Ausgaben zu kriegen. Aber erstmal reicht es mir dann, wenn ich einen Tree Lord damit zusammenbekomme. Taktik für den Sturmschlag-Streitwagen hat die Vorteile, ist schnell und stark Fähigkeiten, hat aber den Nachteil, wenige Modelle. Der Sturmschlag-Streitwagen gilt beim Beanspruchen von Zielen als zwei Modelle, da er Wundenwert 5 plus hat. Das heißt, mit diesem Vorteil ist er den meisten Einheiten zahlenmäßig unterlegen. Ja, das stimmt wohl. Aber er ist schnell und stark, das ist doch auch schon mal was. Die Griffhunde sind wendig und haben viele Attacken, allerdings auch sehr fragil. Und die Hauptkrottschlitzer, Fernkampfattacken, viele Modelle, kleine keine Oruks. Und was ich da so persönlich hinzufügen mag, sind hässlich, wie die Nacht dunkel ist. Aber ihr wisst ja meine Abneigung zu den Hauptkrottschlitzern. Da muss ich jetzt nicht noch länger drauf rumreiten. Rumreiten kann man nur auf dem Matschkriecher-Slogoff. Und der ist mit Vorteilen benannt. Widerstandsfähigkeit, starke Fähigkeiten, aber hat auch nicht den Oruk-Trade. Oh, das Schlüsselwort. Offene Feldschlacht aus den Schatten. Mit ein bisschen was aus den. Okay, jetzt wird er hier höher. Ah, ne. Höher Waldgeist ist ja. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Kann ja auch gar nicht sein, dass man schon mit dem Spirit of Dota spielt, weil er noch nicht vollständig ist. Da war ich jetzt gerade ein bisschen disorientiert. Da hat mich gerade die deutsche Übersetzung ein bisschen kirre gemacht. So sieht das Schlachtfeld aus und so sehen die kommenden Schlachten so in etwa aus, was euch so erwartet. Und ein Blick auf die nächsten beiden Ausgaben. Wenig überraschend bekommen wir mit Ausgabe 41 den zweiten Teil des Geist Durtus. Wissen wir über das Reich des Metalls und Trockenbürsten. Das klingt auch wieder nach einem ziemlich nützlichen Tutorial zum Malen. Und eine weitere ehemalige Warband aus Warhammer Underworlds findet den Weg in das Dawnbringer Magazin. Nämlich Molochs Mobs. Sehr interessante Warband. Und falls ihr mit dem Release der neuen Underworlds Edition oder was ein kompletter Revamp des Spiels ist, vielleicht ein bisschen einsteigen wollt, habt ihr hier natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, eine weitere Warband dafür zusammenzutragen. Ja, apropos Warhammer Underworlds, ich hatte ja eigentlich ein Video vorbereitet zum Warhammer Underworlds Starter-Set. Ich glaube, mit der Ankündigung der neuen Edition ist das hinfällig. Ich schaue mal, ob ich es vielleicht dann halt irgendwie als rohe Version irgendwie mit Disclaimer ganz am Anfang vielleicht noch hochladen werde. Weil ich habe es halt, ich habe ein bisschen Zeit reingesteckt in das Video und wäre schade, wenn es halt für den Arsch war. Ich werde mir auf jeden Fall die neue Warhammer Underworlds Edition besorgen. Werde euch dazu noch ein Video machen. Ebenfalls auf dem Plan steht tatsächlich mein erstes Eintauchen in die Welt von Warhammer 40.000 Kill Team. Da kommt ja auch eine neue Edition. Sieht auch sehr spannend aus. Und da werde ich wahrscheinlich dann auch euch was vorstellen können. Jetzt habe ich aber genug gelabert für heute. Ich entlasse euch in den Tag. Hoffe, ihr könnt den ordentlich nutzen.
Und was sagt ihr zum Spirit von Dortu oder vom Geist Dortus? Cooles Modell, eher nicht cool. Werdet ihr den Spirit bauen oder werdet ihr vielleicht den Treelord oder Treelord Anson bauen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, da bin ich auf eure Eindrücke gespannt. Und sonst, wenn ihr Lust habt zu plaudern, schaut auf dem Discord-Server vorbei. Den findet ihr hier unten in der Video-Info verlinkt. Dort findet ihr übrigens auch dann die Tabelle mit der Auflistung, wann welche Ausgabe kommt, was drin ist und wie viel ihr damit sparen könnt. Sonst lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt unartig und bis zum nächsten Mal. Ciao!